Gut, dann darf ich alle begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen FSV Zwickau. Spiel heute im Südstadion sahen 1405 Zuschauer. Endstand der Partie 1:1. Darf beide Trainer hier oben begrüßen und würde den Gast Thorsten Ziegner von Zwickau um sein Statement zum Spiel. Vielen Dank und auch von meiner Seite hallo. Glücklicher Punkt, ja, muss man ganz eindeutig sagen. Also wenn man die gesamten 90 Minuten gesehen hat, hatte Fortuna klar mehr große, klare Torchancen. Und wir am Ende durch diesen Lucky Punch in der vorletzten Spielminute einen glücklichen Moment auf unserer Seite. Wer das Spiel 90 Minuten verfolgt hat, der hat es schon gesehen, dass wir versucht haben, aus einer anderen Grundordnung zu spielen. Ja, die Intention daraus war, dass wir eben das spielstarke Mittelfeld von Fortuna dort mit mehr Leuten unter Druck setzen wollten, im eigenen Ballbesitz vielleicht auch ein paar mehr Jungs vor das gegnerische Tor bringen wollten. Und wir wussten aber auch, wenn wir das nicht hinbekommen und nach Ballverlusten eben den Zugriff nicht hinkriegen, dass es eben möglich ist, dass wir den Gegner große Torchancen gestatten. Ja, dieses Risiko haben wir in Kauf genommen, weil für uns durch die letzten vier Spiele vor dem Fortuna-Spiel klar war, wir können gut stehen defensiv, das ist alles ganz in Ordnung, aber wenn man am Ende 1-0 oder 2-0 verliert, hilft einem das halt auch nicht. Und so haben wir so ein Stück weit die Flucht nach vorne gesucht und sind durch gute Paraden, vielleicht auch so ein Stück weit durch diese fehlende Konsequenz von Fortuna vor unserem Tor, dann nochmal in die Situation gekommen, dass wir das 1-1 egalisieren konnten. Das haben wir getan und uns tut's gut. Und Uwe, auch wenn es dir vielleicht nicht gefällt, euch tut es zumindest nicht so sehr weh. Vielen Dank. Danke, Herr Ziegner. Dann Uwe, dein Statement zum Spiel. Ja, ich habe der Mannschaft unmittelbar nach dem Schlusspfiff gesagt, dass wir, glaube ich, im Verlaufe dieser 32 Punkte, die wir bis jetzt geholt haben, mit Sicherheit sehr, sehr viele glücklich geholt haben, aber noch nie so unglücklich zwei verloren. Ich glaube, das muss man so konstatieren. Zum einen, weil ich schon gesehen habe, dass wir nach vorne ein wirklich gutes und attraktives Spiel gemacht haben, dass wir uns mehrere Möglichkeiten herausgespielt haben. Ich finde, das ist mal so der erste Fakt, den man herausstellen muss. Ähnlich wie in Rostock waren das dann keine Zufallsprodukte oder ausschließlich zweite Bälle oder Standardsituationen, sondern wir haben wirklich auch Richtung Strafraum immer wieder freie Mitspieler gefunden, gute Kombination der Nähe des Strafraums gespielt, wenn wir uns mal in dieses Drittel hineingearbeitet haben. Und mit Sicherheit wäre es möglich gewesen, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch großes Glück, beziehungsweise in dem Fall einen herausragenden Torwart, sonst steht es schon unmittelbar zur Halbzeitpause 1:1. Rückwärts betrachtet wäre das vielleicht positiver gewesen, weil dann wären wir für eine gesamte Halbzeit wieder in dieser Notwendigkeit gewesen, aktiver zu spielen. Das hat mir in vielen Phasen der zweiten Halbzeit etwas gefehlt. Es war ähnlich wie im letzten Heimspiel, dass wir dann schon glücklich nach Hause gewackelt haben gegen Zwickau. War es schon so, dass das Anlaufverhalten in vorderster Linie es Zwickau doch immer wieder gestattet hat, lange Bälle ins Zentrum zu spielen. Aber mein Kollege hat gerade die Flucht nach vorne so ein Stück weit angesprochen. Natürlich eher bildlich gesprochen. Ich kann jetzt den taktischen Übertrag mal nennen und sagen, die gesamte Woche haben wir die Flucht nach hinten trainiert. Uns war klar, dass wir mangels sehr starker körperlicher Innenverteidiger insgesamt einfach des Ausfalls aller Innenverteidiger, dass wir schon auch eine Idee haben müssen gegen Ronny König. Das ist ein Zielspieler, den du schon als körperlich starker Spieler im 1 gegen 1 kaum bändigen kannst, wenn der mit langen Bällen gefüttert wird. In unserer Konstellation wäre das gar nicht möglich gewesen und da haben wir eben versucht, wirklich mit einer permanent fallenden Kette zu arbeiten, also Ronny irgendwo so ein bisschen im luftleeren Raum agieren zu lassen. Und ich finde, das hat ausgesprochen gut funktioniert. Wir hatten ein sehr souveränes Verhalten um diese Konstellation herum, haben dort viele Bälle sicher gewonnen und haben aus meiner Sicht dann eben auch wirklich sehr, sehr gute Angriffe gefahren. Nochmal, es war nicht leicht, dieses aggressive Anlaufverhalten zu überspielen. Dafür brauchten wir den einen oder anderen langen Ball, aber im letzten Drittel fand ich unser Spiel sehr fantasievoll, sehr schwungvoll und absolut gut. Dass wir heute nur 1-1 spielen, das kommt im Laufe einer Saison vor. Was diese ganze Geschichte ja so unglücklich macht, das ist einfach unsere Gier. Unsere Gier bei der Fortuna, wirklich etwas Großes erreichen zu wollen, das merkt man der Mannschaft nach dem Spiel an. Normalerweise wäre in unserer Konstellation mit dem, was man uns vor der Saison so zugetraut hätte, ein 1:1 und der 32. Punkt tief im Winter ja kein Drama.
Aber wenn du mal da oben stehst, dann willst du logischerweise auch unter Weihnachtsbaum eine attraktive Ausgangsposition haben für das kommende Jahr. Und da verlieren wir aktuell natürlich so ein bisschen den Anschluss und das tut aufgrund dieses Spiels dann einfach weh. Und so der letzte Satz von mir, Thorsten sagt, uns tut es nicht so weh, also Zwickau auch nur annähernd diese Rückrunde wieder spielen kann wie letztes Jahr, dann kann das nochmal ganz, ganz eng werden. Also, insofern sind wir auch von Zwickau nicht sicher und hoffen natürlich, dass wir die letzten beiden Spiele dann auch gut über die Bühne kriegen, hoffe für meinen Kollegen. Und das, glaube ich, da hat er mit Sicherheit schon ein paar Ideen, dass dann seine Rückrunde sich sehr, sehr stark wieder an das ersten Teil 2017 anlehnt. Ich glaube, dann sind wir am Ende beide zufrieden. Dankeschön. Danke. Und du gibst Warnung beim Trainer. Dein kurzes Handzeichen. Stefan? Ich würde da gerne bei den Innenverteidigern nochmal kurz nachhaken. Also wenn ja bei der Kaderzusammenstellung vor der Saison einer gesagt hätte, dass so kurz vor dem Winter, also jetzt nichts gegen die Spieler, aber halt mit Bender und Teilsinne der Innenverteidigung spielen würdest, hättest du den wahrscheinlich für verrückt erklärt. Vielleicht dann nochmal von dir so ein bisschen die Aussage, wie du die beiden gesehen hast und die Frage dann dazu noch, was mit Cedric Mbala gewesen. Ja, also der erste Teil, klar, glaube ich, können wir uns nicht den Vorwurf gefallen lassen, dass wir da in irgendeiner Form oberflächlich gewesen wären bei der Kaderzusammenstellung. Also ich denke, mit vier Innenverteidigern, von denen zumindest drei absolute Spezialisten sind, Moritz Fritz da ja sehr, sehr viele Positionen spielen kann, aber eben hauptsächlich auch diese Position schon begleitet hat auf seinen diversen Stationen. Ich glaube, das ist dann eigentlich eine doppelte Absicherung in allen Bereichen. Da hat es dann richtig reingehauen. Das ist mit Sicherheit eine Konstellation, bei der ich vor der Saison gesagt hätte, puh, das kann richtig schwierig werden. Da trägt natürlich so ein Stück weit unsere insgesamt eher komfortable Ausgangssituation. Also wenn wir heute gegen Zwickau gespielt hätten mit ebenfalls 15, 16 Punkten, dann funktioniert sowas vielleicht auch nicht so gut. Alles andere vor diesen beiden ist natürlich derzeit schon sehr, sehr selbstbewusst und autoritär. Darüber hinaus, glaube ich, haben wir einfach eine gute Idee für die beiden entwickelt. Die haben sich selbst durch ihre Handlungsweise, und das ist ja immer der entscheidende Faktor, ein Trainer kann viel quatschen und Ideen haben, aber die beiden haben durch ihre Handlungsweise heute einfach sehr, sehr souverän agiert. Und das hat ausgesehen in ein richtig gutes Drittliga-Duo, sowohl gegen den Ball als auch bei eigenem Ballbesitz. Zum zweiten Teil der Frage, Cedric Mbala ist Anfang der Woche krank gewesen und ich hatte aufgrund seiner Leistungen in den letzten Wochen nicht den Eindruck, dass eine Kombination aus geschwächtem Körper und diesen vielen Rückschlägen uns in irgendeiner Form hilft. Und deswegen war er heute nicht dabei. Alex? Inwieweit glauben Sie denn, dass eine besser besetzte Bank in der Schlussphase vielleicht dann doch dabei hätte helfen können, die Null hinten zu halten, weil ja nur einmal gewechselt wurde und genau, das dann eben hinten raus nicht gereicht hat? Sage ich ganz ehrlich, also ja, vielleicht hätte heute es gut getan, einen Spieler mit enormer Körpergröße in der letzten Linie noch als Alternative zu haben. Das hätte möglicherweise das Verteidigen im Zentrum etwas leichter gemacht, hätte auf der anderen Seite aber vielleicht auch darauf hingedeutet, dass wir ein 1-0 nur verwalten wollen. Das war nicht unsere Idee und ich glaube, das hat man auch in keiner Phase irgendwo erkennen können. Wir wollten da schon aktiv aufs zweite Tor spielen. Deswegen glaube ich, dass in Summe die Bank heute gar nicht so der entscheidende Faktor war, weil ich mich selbst gefragt habe, was willst du jetzt im Spiel verändern? Was kannst du im Spiel verändern? Und ich habe einfach sehr, sehr viele gute Einzelspieler gesehen. Ich habe gesehen, dass wir in der Innenverteidigung, in der du sowieso nicht so gerne wechselst als Trainer, gerade dann, wenn du die Null hältst, habe ich absolute Kompromisslosigkeit gesehen, ein gutes gegenseitiges Sichern. War keine Notwendigkeit einzugreifen. Ich habe einen wahnsinnig präsenten Brandenburger gesehen. Ich habe heute einen unfassbar starken Kessel gesehen. Also für alle, die auch nur ansatzweise glauben, dass dessen Zeit vorbei ist, ich glaube, die hat er heute mal richtig eines Besseren belehrt. Ein Cater rauszunehmen, ist totaler Blödsinn, weil der kann auch tief in der 90. marschieren, ist dazu noch ein überragender Kopfballspieler. Ganz ehrlich, ich habe heute keine Notwendigkeit gesehen, völlig unabhängig von der Qualität der Bank, in dieses System einzugreifen. Ja. Okay. Danke. Alles beantwortet? Dann vielen Dank für das Interesse und Zwickau und eine gute Rückreise.